Hallo liebe Freunde, hello all you good ghosts out there. Heute machen wir ein Review über ein Klappmesser und zwar aus Bulgarien. Ich wusste gar nicht, dass die Bulgaren Messer haben dürfen. Demnächst dürfen sie auch ein Auto fahren. Und zwar von der Firma Manly. Das Modell heißt Comrade, was heißt Kamerad. It is a knife from a Bulgarian company called Manly and the model is called Comrade. Comes in this cardboard box, it comes in this carton box with a little certificate, mit einem kleinen Zertifikat and a little wrench, a little hex wrench, ein kleine Imbusschlüssel for the axis screw, für die Achsschraube zum Nachziehen, zum Justieren. Ja, warum nicht? Optisch ist das nix. Aber es ist ja ein Arbeitsmesser, ein EDC gedacht. Ja, Manly Bulgaria. Schauen wir uns das mal genauer an. So, you can press the pause button if you want to read it here in English, all the specifications. Ihr könnt hier mal kurze Pause-Button drücken. Pauseknopf, wenn ihr das mal lesen wollt, da haben wir die Spezifikation in Englisch. Ist also D2 Stahl, ist D2 Steel, which is a very good tool steel normally. Horn to 5961 HRC, Sharpen Angel, Angle 15 degrees. And now comes the shit of the year, jetzt kommt die Scheiße des Jahres. Look what they have written here, what it says. This knife is not a tool. What the fuck? If it's not a tool, what is then? A toy, a car, a weapon? Yeah. A knife can be a tool or a weapon, or it can be both. It can be a tool and a weapon. But if they write, the company writes, this knife is not a tool, what's left in the picture? Then it's a weapon. Ja, also was schreibt ihr hier? Dieses Messer ist kein Werkzeug. This knife is not a tool. Ist denen ihre Schaukel zu nah an der Wand gestanden oder was? Ich meine, was kann ein Messer sein? Ein Werkzeug oder eine Waffe? Oder ein Messer kann auch Werkzeug und Waffe sein, zum Beispiel ein Bowie-Messer. Aber wenn die Kompanie von sich aus ausschließt, dass es ein Werkzeug ist, ja, dann bleibt ja nur noch Waffe übrig. Ja, vielen Dank, ihr Spastis. Vielen Dank. Also dieses Messer ist also kein Werkzeug. Ach nee. Also tut mir leid, liebe Manly, aber für mich ist das Messer schon aufgrund der Form und aufgrund dessen, dass es ein Zweihandfolder ist, ganz klar ein Werkzeug. Ein Schneidewerkzeug. Ja, die hätte ja schreiben können, this knife is only a cutting tool. Also dieses Messer ist nur ein Schneidewerkzeug, weil die haben wahrscheinlich Angst, dass Leute das missbrauchen könnte und dann die Garantie in Anspruch nehmen. Dann soll es schreiben, don't abuse this knife, also missbrauche das Messer nicht. Oder sie hätten auch schreiben können, das ist kein Hebelwerkzeug, also this is not a prying tool, alrighty. But they write, this knife is not a tool, dieses Messer ist kein Werkzeug. Und deswegen, there are idiots for me. Das sind Idioten für mich. Was soll denn der Kack? Gut, soweit zu diesem Stück Zertifikatsschande. Aber wir wollen uns ja dem besser widmen. Und deswegen muss ich jetzt leider erstmal eine Kleinigkeit schnabulieren. Ha! Südtiroler Speck kommt direkt nach Schwarzwälder oder gleichzeitig. Das ist beides hervorragend. Mal erstmal ein bisschen Schwarte weg. Also das Messer kommt schon sehr gut scharf. It has a good sharpness right out of the box. Mhm. Not bad, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Schärfe ist ordentlich. Es ist nicht komplett rasierscharf, aber wie ihr seht, also eine sehr gute Gebrauchsschärfe hat es. Da kann man eigentlich nicht meckern.
Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll nicht mehr so viel Fleisch essen. Was bleibt denn da noch übrig? Habe ich mir eben einen Sack Wurst gekauft für nächste Woche. Ne? Ja, muss ich halt mal ohne Fleisch auskommen. Aber ich sage, heute ist Wochenende, da kann man mal eine Ausnahme machen. Ne? Really very sharp. Ich war alles zu frisch. Ja, es geht hervorragend. Fast wie ein Skalpell dadurch. Also doch, die Schärfe ist ganz ordentlich. Sharpness ist nice. Mal ein bisschen vorprobieren. Ja, nichts verkommen. Geht auch gut. Er hat erst die Schale abmachen sollen. Auch wieder ein sauberer Cut. It's a good cutter. So far so good. Wir sehen uns gleich. Ich esse erstmal noch auf. Geht auch, aber das Richard von Mr. Blade war schärfer ab Werk. It is sharp, but not as sharp as model Richard from Mr. Blade. I tested a few days ago. It's a factory edge. Also die Merkschärfe ist nicht schlecht, aber auch nicht überragend. So. Das ist das von Mr. Richard damals. Das ging recht schnell durch, recht einfach. Okay. Schauen uns das Messer mal etwas genauer ein. Let's have a closer look to the knife. Just a moment. Come on, focus, you bitch. Manly. Hier ist die Seite clean, steht nichts drauf. Und hier Manly 1.2379. This is D2 code. Code for the D2 steel. Germany. Bulgarian made, comrade. Yes, blue, black micarta handles, grooved, gives a good grip, and it's a slip joint. It has no lock, but it has three different stops before closing. Okay, first stop, second, third, and the fourth. It's very strong back spring, hat eine sehr starke Rückefeder, also für ein Slipjoint doch relativ sicher, auch mit diesen drei Stopp-Zwischenpositionen hat man gewiss eine bessere Sicherheit als jetzt mit dem Victorinox beim Arbeiten. Also das ist schon ganz gut durchdacht. Die blau-schwarze Micarta Griffschale, gut, optisch ist die Geschmackssache, sie verleihe aber einen recht guten Griff, also recht gute Griffigkeit. Dafür sind sie auch kein Handschmeichler, das muss man sagen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Reibeisen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber der Sinn der Übertreibung liegt in der Verdeutlichung.
aber ist doch ganz ordentlich Hand zu haben und fühlt sich vergleichsweise leicht an. Okay. Auch mit Manly machen wir einen Schnitztest mit Haselnuss. Try to carve with the Manly und Hazelnut. Mhm, doch. Hat auch ordentlich Biss. That works really good. No problems with this. Again. Control is good. Kontrolle ist gut. Doch. Hat einen scharfen Biss. Gar kann man nicht meckern. Muss man sagen. Und für einen Slip Joint fühlt es sich recht sicher in der Hand an. For a Slip Joint, you have a good control with this knife. No complaints about this. Das ist der Ast, das stoppt er. Auch Schnitze geht wunderbar. That works really easy. Carving, very good possible with this small knife. Schauen wir mal, wie es schaben geht. For making some Kindle. Like I told you last time, you can make this. Get really fine wooden wool and you dry this and you have very good Kindle for starting your fire with a fire starter, with a fire steel or something. Just, you have a really sharp blade, you can, bei uns nennt man das Hobeln, kann man schön hobeln mit der scharfen Klinge. Kriegt sehr, sehr feine Späne und wenn man die trocken hat, wenn die trocken sind, die fangen sofort Feuer beim Funke durch einen Feuerstahl. Ne? Das Beste ist natürlich, wenn ihr ganz, ganz trockenes Nadelholz habt, dann geht es noch besser. Also wenn ihr jetzt Totholz von der Tanne findet, ist es natürlich optimal, die vielleicht noch ein bisschen getränkt ist von Harz. Also auch das ist mit dem Messer kein Problem, hat einen sehr guten Griff durch die Länge. Das arbeitet sich ganz gut voran. So, jetzt hat mir ein Viewer geschrieben, dass er gehört hat, dass es die feststehende Klinge von Manly, der Patriot, dass da wohl bei jemandem die Klinge ausgebrochen ist beim Öffnen einer Ravioli-Dose. Also hier haben wir eine Ravioli-Dose und hier haben wir das Manly Comrade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Probleme gibt, weil wenn der D2-Stahl richtig gehärtet ist, also dann würde es mich sehr wundern, wenn er gegen Metall verliert. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie er abschneidet. Bis jetzt eigentlich ganz gut. Don't try this at home. You have the risk to hurt yourself. Mach das bitte nicht zu Hause. Man kann sehr leicht abrutschen, wenn man das nicht konzentriert tut. Und dann schneidet ihr euch übelst in den Finger. So. Dose ist geöffnet. Jetzt schauen wir uns die Klinge mal an. Direkt ohne Videoschnitt. So, und da ist absolut gar nichts dran. Die ist absolut perfekt. No problem. Seht ihr das? Keine Ausbrüche, gar nichts. Nicht mal ein Kratzer. No chips, no dents. Absolutely no problem for the D2 steel of this knife. Okay. Wieder ohne Videoschnitt, without video cut, we have a look to the edge. Absolut gar nichts. Kein Problem. Hätte mich auch sehr gewundert bei D2 Stahl. Okay, ein bisschen Batoning.
I do not recommend to batone with a folding knife, but I want to test this knife hard, so I have to batone with it. Ich möchte nicht empfehlen, mit einem Klappmesser zu batonen, aber wir möchten dieses Messer ja Härte prüfen, also werde ich batonen. Kleine Sache, Kleinigkeiten. Also besser nicht auf die Spitze zu hauen, sonst macht es diesen hier. Ist besser hier hinten, dann geht's. Also besser auf die Wurzel und ja nicht zu dolle. Ich ticker das ja quasi nur an. Und so kann man sich dann schon ein paar Holzsprießen machen. Sehr hartes Buchenholz. Also ich tue jetzt diesmal bewusst nicht Nadelholzbatone, sondern getrocknete Buchenholzscheite. Das ist Dry Beechwood. Also sehe ich keine Probleme, wenn man es nicht zu dolle macht, nicht übertreibt. Ein bisschen Escheholz. Mit Ashwood. Das ist also, wenn man die Spitze trifft, ist nicht gut. You shouldn't hit the tip, better is to hit here. Then it works even with a slip joint, you can see. Klingenspiel haben wir noch nichts. Da haben wir so ein richtig großer, eigentlich zu groß für dieses Messer, aber wir machen es trotzdem mal. Wieder Escheholz. Oh ja, der ist hart. Das ist so hard stuff. Also das ist grenzwertig, weil das, wie gesagt, ein sehr hartes Escheholz ist. Und dann auch noch hier, seht ihr, mit Aschknote drin. Also das ist übel. This is abuse of the knife. This is not normal use. Ja, komme ich nicht weiter mit dem Messer. Das ist jetzt kein Versagen des Messers, das muss es nicht können. Aber da kommt es also ganz klar an seine Grenze. It is not able to get any far, sorry my bad English, any far with this knife. That's a too hard task for this knife, because it's very, very hard wood. Yeah. Das mag's also definitiv nicht. So. Sitzt immer noch sauber, es hat ein klein wenig Klingenspiel bekommen. It got a bit plate play sidewards, but now I have the wrench and try to fix this. One moment, I'm back soon. Bin gleich zurück. Okay. It's nice again, it's fine again. I turned this axis screw with a hex wrench a half turn and it is fine again, no plate play. Ich habe die Achsschraube in eine halbe Umdrehung gedreht, nicht mal, und das Messer ist wieder sauber und satt auf der Achse, absolut bombefest. Very, very good again. So, this is the reason why the knife came with the Axis hex wrench. Das ist wohl der Grund, warum sie hier einen Schlüssel für die Achsschraube mitgeliefert haben. Das finde ich ein gutes Service, das muss man sagen. Okay. So, jetzt spalten wir ein bisschen Nadelholz. Das sollte weich genug sein und dünn genug, um schöne Spieße zum Anfeuern rauszubekommen. Dafür müsste es funktionieren. This is some firwood. It's softwood. I don't think this should work with this knife. Yeah. No problem with this. Damit gibt es kein Problem. Also, wenn ihr totes Kiefernholz findet und ihr müsst dazu Anfeuerholz bekommen, das funktioniert, das kann es aushalten, da passiert nichts. Und wenn, dann nehmt ihr halt wieder die Achsschraube-Schlüssel und befestigt es wieder.
Man kann ja auch ganz leicht draufhauen. Ich haue jetzt da nicht besonders fest drauf. Ist die Frage, könnt ihr ein bisschen was vertonen im Notfall? Ja, könnt ihr. Natürlich kann ich jetzt auch das per Hand fast durchschlage. Ja, das ist ja klar. Aber da hast du halt immer die Gefahr, dass wenn ich jetzt abrutsche, dann reiße ich mir die Hand auf an der Spitze. Also es ist eigentlich nie angesagt im Survival, wo halt nicht gerade mal Krankenhaus um die Ecke ist, so Holz zu spalten, halte ich für einen ganz bösen Tipp im Survival. Ganz böse. Die Hand hat an der Klinge nichts zu suchen. Ja, ich mache das so. Selbst wenn es jetzt einklappen würde, ich habe nie die Hand in der Klinge drin. Ja, also lieber kaputtes Messer als eine kaputte Hand oder aufgeschnittene Sehne. Also ich halte das ganz übel, da was anderes zu empfehlen im Survival. Halte ich für verantwortungslos. Wenn ihr derbe Handschuhe habt, dann könnt ihr das machen. Aber selbst dann, also ich sage immer, Risikominimierung im Survival, sonst ist nämlich das Survival Game Over. So, ich nehme mir ein Baton oder ein Hämmerchen oder sonst was. Und bei so dünnem Holz, da reicht ja antippe. Das ist ja keine Belastung fürs Schloss. So, da könnt ihr ja so kleine Sprießle machen. Ne? Oder macht euch dann nachher am Ende sowieso Feathersticks oder einfach so ein paar Hobelspäne, die sofort Feuer fangen. Ganz dünne Hobelspäne macht ihr euch da. Ja, dann habt ihr genug zum Anfeuern. You can make some feather sticks, some kindle like this. This works easily. This is very sharply two steel. And also the two steel you can resharpen in the field. Very good if you have a small sharpener, diamond sharpener, stuff like this. This is not a problem. It works very fine. Wenn ihr was sehr dünnes habt und weiches, könnt ihr natürlich auch so versuchen zu spalten. Dass ihr einen Riss vorgibt dem Holz. In Faserrichtung des Holzes. So, und dann könnt ihr das auch so spalten. Da muss ich nochmal nachhauen. Muss ich den Riss nochmal verlängern. So. Ja, so geht's auch. Das ist auch relativ gefahrlos für die Finger. Aber dann müsst ihr sehr flaches und sehr weiches, relativ weiches Nadelholz haben. Wenn ihr also so Brettreste findet, das dann mehr fürs urbane Survival, dann könnt ihr auch so euer Holz spalten. Und dann, wenn sie so dünn sind, dann könnt ihr auch wieder mit ganz sanften Schlägen euch Sprieße machen. Ja. Und so weiter und so fort. Das funktioniert auch mit diesem Messer ganz ordentlich. Probiert das zu Hause bitte nicht nach. Don't try this at home. I'm holding the knife like this, so when it closes accidentally, I have not my fingers between. Ich halte das Messer so, dann, falls es doch schließt, habe ich nicht die Finger dazwischen. Das ist Missbrauch, this is abuse. Aber ich möchte den Klingenstahl, dieses D2-Täschchen, der ist sehr dünn ausgeschliffen, sehr nadelfein. Aber es sollte in dieser Längsrichtung, ohne Torsion, ohne Hebeln, sollte es das überleben. So, keinerlei Beschädigung, absolutely no damage. Das habe ich so erwartet vom D2-Stahl. Ein D2-Stahl mag keine Hebelarbeit und keine Torsion. Aber direkt in Achsrichtung mit der Schneide oder von oben 90 Grad ist es für D2 eigentlich kein Problem, wenn er gut behandelt ist, weil er ist ja extra ein Werkzeugstahl, der zum Beispiel für Abkantbänke verwendet wird oder andere Schneidwerkzeuge in der Industrie. Und deswegen wundert mich nicht, dass er diese Aufgabe gut gemeistert hat. So,
wie ihr seht, without video cut, ohne Videoschnitt. Kein Problem, die Schneide ist tipptopp und die Spitze auch. Da ist nichts verbogen, nichts abgebrochen, gar nichts. Und das Ding ist, guckt euch das mal an. Ich meine, wenn ihr selber das Messer habt, wisst ihr das. Klingenspiel hat sich keines entwickelt und sonst könnte ich wieder die Achsschraube nachziehen. Aber Leute, bitte probiert das nicht, das war jetzt nur zum Demonstrieren der Güte dieser D2-Klinge. Und das hat es sehr gut bestanden. Ja, also für diesen Preis ist das Messer eine sehr gute EDC-Empfehlung. It's a very good EDC knife for works, for working, but it has no lock, so be careful when you work with it. Thank you for watching, your BFG. Bye.